Hallo, ich bin Björn. Ferien und Feiertage kannst du in deinem iPhone-Kalender anzeigen lassen, indem du einen Ferien- bzw. Feiertagskalender hinzufügst. Das geht auf zwei Arten. Wie genau und welche dieser beiden Arten meiner Meinung nach die bessere ist, das erfährst du genau jetzt. Einen aktuellen Ferienkalender für dein Bundesland findest du am einfachsten über Safari. Ich suche jetzt einfach mal nach iPhone Ferienkalender NRW und schau mir mal die Ergebnisse an. Beim ersten Treffer schulferien.org kann ich hier Kalender für das Bundesland runterladen und wenn ich hier auf iCal 2019 tippe und nochmal drauf tippe, dann könnte ich hier oben diesen Kalender runterladen. Und im nächsten Fenster sehe ich jetzt hier die einzelnen Termine dieses Kalenders. Zum Beispiel hier oben die Osterferien, die kann ich nochmal anklicken, den Zeitraum kontrollieren. Und jetzt könnte ich hier auf alle hinzufügen klicken und die dann zu meinem Kalender hinzufügen. Stopp, mach das nicht, denn durch dieses Importieren eines Kalenders werden alle Termine in deinen bestehenden Kalender kopiert. Viel besser ist es, wenn du einen Kalender abonnierst, statt ihn zu importieren. Warum? Erstens, das ist viel übersichtlicher, denn die Termine erscheinen in einer anderen Farbe, weil das ein anderer Kalender ist. Und zweitens, falls sich an diesem abonnierten Kalender etwas ändern sollte, zum Beispiel ein Termin wird umbenannt oder der verschiebt sich, dann werden diese Änderungen auch automatisch an dein iPhone gesendet. Und drittens, falls du so einen abonnierten Kalender wieder loswerden möchtest, dann kannst du einfach das Abo beenden. Bei importierten Kalendern ist das nicht so einfach möglich, denn da müsstest du umständlich jeden einzelnen Termin löschen. Die Website Kalovo, hier der zweite Treffer, bietet auch Ferienkalender zum Abonnieren an. Wenn ich hier einen passenden Kalender gefunden habe, und das habe ich hier, Ferien für Nordrhein-Westfalen, den will ich haben, dann tippe ich einfach auf Calfeed abonnieren. Jetzt muss ich nur noch das Format auswählen. In meinem Fall ist das ja für Apple-Geräte, also fürs iPhone. Tippe dann auf Hinzufügen und jetzt muss ich zuletzt nochmal bestätigen, dass ich den tatsächlich abonnieren möchte. Und dann bin ich fertig. Genau. Im Kalender, also in der Kalender-App, wird jetzt auch für den 1. Januar Weihnachtsferien in NRW angezeigt. Das Beenden eines Kalenderabos ist unter iOS 12 etwas versteckt. Öffne hierzu mal die Einstellungen-App und dann gehe in den Bereich Passwörter und Accounts. Unter Accounts findest du hier einen Punkt Kalenderabonnements und wenn du hier drauf tippst, dann siehst du wirklich alle Abos. Hier den zuletzt hinzugefügten für Ferien NRW und wenn ich hier drauf tippe, dann kann ich unten auswählen, dass ich den Account löschen möchte. Und das mache ich jetzt einfach mal. Und wenn ich jetzt wieder zurück in die Kalender-App gehe, dann ist auch dieser Ferieneintrag für die Weihnachtsferien verschwunden. Bei Kalovo findest du übrigens auch Feiertage für dein Bundesland. Dazu gehe ich einfach wieder zurück oder tippe das hier mit X mal weg. Und dann gibt es hier oben dieses Suchen-Symbol. Und jetzt suche ich einfach mal nach Feiertage NRW. Und habe hier auch schon den passenden Kalender gefunden, den ich jetzt auch wieder abonnieren könnte. Auf deinem Mac kannst du natürlich auch solche Kalender abonnieren. Dazu öffnest du die Kalender-App und gehst dann über das Menü Ablage und dann auf Neues Kalenderabonnement. Und hier könntest du die Adresse des Kalenders reinkopieren und dann den Kalender abonnieren. Oder du gehst wieder auf diese Website Kalovo. Ich suche jetzt hier wieder nach Ferien NRW und klicke dann wieder hier auf Apple-Geräte, auf Hinzufügen und dann wird automatisch hier die Adresse reinkopiert. Also im Grunde das gleiche, was ich da vorher über das Menü gemacht habe. Gehe auf Abonnieren. Jetzt kann ich nochmal den Namen ändern und vielleicht die Farbe und bestätige das mit OK und dann sehe ich auch schon hier den neuen Kalendereintrag. Eine Sache noch,
deine iCloud-Kalender, die lassen sich freigeben, sodass zum Beispiel dein Partner oder deine Arbeitskollegen diese auch abonnieren können. Wie das genau geht, das erkläre ich in einem anderen Video und das habe ich hier am Ende für dich verlinkt. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video. Tschüss!